Dieses Jahr hat sie die 2 Meter noch nicht geschafft. 1972 Olympiasiegerin und 1984, 12 Jahre danach, noch einmal dabei. Eine große Karriere. Sauber drüber. Ulrike Meifert, das können wir wohl jetzt schon fast sagen, dürfte sich also damit für das Finale qualifiziert haben, wenngleich die 1,90 nicht erreicht sind, aber ich sagte ja schon, wenn nur 12 noch übrig bleiben innerhalb der Konkurrenz, dann ist man bereits qualifiziert. Mit dieser Zeitlupenwiederholung wollen wir uns zuletzt aus dem Kolosseum in London.